Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Wunderkessel-Kanal. Ich bin Jakob und heute habe ich euch ein Rezept aus dem Wunderkessel-Forum mitgebracht. Die gute Janine hat dort nämlich ein Rezept für Piccolini gepostet und wie das so funktioniert, probieren wir heute aus. Für das Rezept brauchen wir 500 Gramm Weizenmehl, eine Packung Trockenhefe, einen Teelöffel Salz und Zucker, 70 Gramm Öl und hier habe ich 250 Gramm Wasser. Für den Belag hinterher haben wir eine Paprika, 150 Gramm Emmentaler, 150 Gramm Kochschinken und Salami, wie 200 Gramm stückige Tomaten und unser Pizzagewürz. Würde ich sagen, fangen wir an. Wir bauen als erstes wieder den Thermomix auseinander, nehmen das Messer raus, Teigbrei auseinander, dann setzen wir einmal das Messer ein und machen das Ganze zu. So. Jetzt bauen wir alles wieder ein. Und sind ready to go. Dann geben wir nun das Mehl, Zucker und Salz, die Trockenhefe, 70 Gramm Öl und 250 Gramm Wasser. In den Thermomix machen den Deckel zu und gehen einmal auf unser Programm Teig kneten. Hier stellen wir jetzt 3 Minuten ein. 3 Minuten und starten das Ganze. Dann sind wir durch mit dem Teig kneten. Der Teig sieht jetzt geknetet so aus. Ich knete den gerade nochmal zusammen und dann darf er für eine halbe Stunde in der Schüssel abgedeckt gehen. So, dann kommt er einmal in die Schüssel, wird abgedeckt und darf jetzt hier für eine halbe Stunde gehen. In der Zwischenzeit, wo wir auf unseren Teig warten, kümmern wir uns schon mal um den Belag. Dafür nehme ich als erstes wieder den Teigbrei aus dem Thermomix raus. Wenn ich jetzt hier das Messer ablöse, haben wir noch minimale Teigreststände hier dran, die wir eben schnell abmachen können. Und das Messer ist wieder einsatzfähig. Und wir bauen unseren Thermomix wieder zusammen. Das Messer kommt wieder rein. Es wird wieder zugemacht. Und wir sind wieder ready to go. Weil jetzt kommen einmal die Paprika, der Emmentaler, die Salami als auch der Kochschinken, das habe ich alles schon mal so ein bisschen klein geschnitten, ich mache es noch so ein bisschen auseinander, kommt einmal hier rein alles. Jetzt noch die Tomaten, ein wenig Salz und etwas von unserem Pizzagewürz. Das Ganze zerkleinern wir jetzt für 5 Sekunden auf Stufe 4. Und schauen wir uns das Ganze an. Das Ganze ist jetzt gut zerkleinert und das können wir gleich auf die Pizzen geben. Eine halbe Stunde später und wir gucken jetzt mal nach, wie es unserem Teig geht. So sieht unser Teig jetzt aus. Der ist jetzt nicht allzu weit aufgegangen. Allerdings hat er eine sehr schöne Konsistenz, lässt sich gut formen. Ich nehme jetzt ungefähr erstmal die Hälfte davon und jetzt rollen wir den mal flach aus. Jetzt nehmen wir uns ein Glas und stechen hier einfach kleine Pizzaformen aus. Ich habe jetzt hier so ein Whiskyglas genommen, es hat ein bisschen schärfere Kanten, da geht das ein bisschen leichter. Und jetzt nehmen wir unseren kleinen Piccolinis und legen die hier aufs Backblech. So, dann gleiches Spiel nochmal. Der Teig reicht je nach Dicke so ungefähr für 2 bis 3 Bleche. Dann machen wir jetzt weiter, indem wir unsere Pizzamasse hier ungefähr so, ja, circa 1
Esslöffel pro Pizza nehmen und dann einfach hier mit einem kleinen Teelöffel drauf schieben. Dann wandert das erste Blech Piccolinis jetzt für ca. 5 bis 7 Minuten in den Ofen. Bis gleich! Und da sind wir zurück mit der ersten Fuhre Piccolinis. Das sieht jetzt richtig gut aus. Und ich würde sagen, die probieren wir doch gleich mal. Doch, schmecken gut. Für meinen persönlichen Geschmack könnte zwar noch ein bisschen mehr Tomate drin sein. Ich glaube, da hätte ich dann einfach eine ganze Dose nehmen müssen. Ich denke, ich würde das Rezept so erweitern, dass man statt 200 Gramm Tomaten 400 Gramm Tomaten benutzt. Also eine ganze Dose. Ansonsten sind die Piccolinis soweit richtig lecker und ist ein Rezept, was jeder super leicht zu Hause nachmachen kann und was auch sehr schnell geht. An dieser Stelle kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Ihr habt noch nicht genug vom Wunderkessel? Dann könnt ihr hier oben einmal in unser Wunderkessel-Forum gehen. Dort habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euch mit der Community auszutauschen und neue Rezepte zu entdecken. Hier auf dem Kanal sehen wir uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, ciao!